Heute geht es um den richtigen Topf für einen Gasherd. Dafür habe ich hier vier Beispiele aufgebaut, an denen man zeigen kann, wie es geht und wie es nicht geht. Und dann gehen wir noch einmal ein paar Töpfe durch. Und danach drehen wir noch ein Video und dann geht es um die richtige Pfanne für den Gasherd. Wir fangen mal mit dem Topf an und das ist auch wichtig, auch für die Pfanne letztlich. Und zwar geht es darum, den richtigen Topf auszuwählen. Dies hier ist ein Kapselboden, nennt sich das Ganze, wird auch Sandwichboden genannt, aber das stimmt nicht, ist nicht alleine, das ist ein Kapselboden. Der ist für Gas absolut ungeeignet. Ganz typisch für Induktion. Natürlich kann man ihn auf Gas verwenden, weil man eigentlich jeden Topf auf Gas verwenden kann. Aber dieser dicke Boden, der hier untergesetzt ist, ist hauptsächlich dafür da, die Induktionshitze aufnehmen zu können, diese zu verteilen und dass die Induktionshitze, die sehr ungleichmäßig ist, den Topf nicht kaputt macht. Deswegen ist er so dick und massiv aufgebaut. Bei Gas hat man das Problem, dass der Gasbrenner hier unten die Hitze erzeugt, die Hitze aber auch um den Topf herum aufsteigt und dann an diesen ganz dünnen Rand kommt. Hier ist ein ganz dünner Topfrand, man sieht das hier auch, das sind ganz dünne Ränder. Und wenn ich hier eine Gasflamme drunter habe, dann dauert es in der Mitte, bis die Hitze überhaupt ankommt. Wenn ich da oben 200 Gramm Möhrchen drin habe, dauert das, bis die Hitze in der Mitte ankommt. Aber am Rand kann es ganz schnell passieren, dass es schon anbrennt, weil die Hitze von den Gasflammen, vor allem wenn man einen zu großen Brenner gewählt hat, deutlich seitlich umschlagen und dann wird der Topfrand so heiß, dass es verbrennt, ohne dass in der Mitte sonderlich Hitze angekommen ist. Deswegen führen wir diese Art von Töpfen fast gar nicht. Das ist für Induktion, jeder deutsche Topfhersteller kann das. Wir haben hauptsächlich Töpfe, die gemacht sind für Gas. Hier seht ihr diesen Kapselboden nicht. Das ist auch ein Sandwich-Verfahren. Ich habe hier mehr Schichten und zwar sind es hier innen und außen Edelstahlschichten und dazwischen Aluminiumschichten. Aber der Topfrand ist genauso wie der Topfboden unten. Im Boden kommt noch eine Schicht hinzu, das ist eine Schicht, die die Induktionshitze aufnehmen kann. Man kann auch mit Induktion damit arbeiten, aber letztlich ist es in erster Linie für Gas. Und das ist der Grund, warum wir diese Töpfe führen. Das machen französische Firmen wie Moviel, Dubier, da gibt es verschiedene Firmen. Da macht es Sinn, Töpfe dieser Art zu nehmen. Das gibt es genauso in dem hier, das ist eine Infinity-Serie, aber man kann auch einen Kupfertopf nehmen. Hier haben wir einen Kupfertopf, der daneben noch einen zweiten Boden untergepresst hat. Das ist wieder ein Stahlboden, der funktioniert für Induktion. Ist für Gas aber wieder überflüssig. Da muss man unnötigerweise diese Stahlschicht erwärmen, bevor man dann das Kupfer mit der Stahlschicht erwärmt. Da erwärmt man besser direkt das Kupfer. Also ein normaler Kupfertopf. Auch hier seht ihr ganz dicke Kupferschicht und innen eine ganz dünne Edelstahlschicht. Früher wurden Kupfertöpfe verzinnt, heute gibt es eine dünne Edelstahlschicht, damit sie sehr pflegeleicht ist und man das nicht das Kupfer direkt am Essen hat. Aber außen 90%, über 90% sind Kupfer. Da geht es auch wieder darum, die Hitze wird verteilt, wird im Boden aufgenommen und auch im Rand und wird auch in den Rand hochgeleitet. Und dadurch hat man im Topf nachher die Hitze nicht nur von unten, sondern von allen Seiten. Das ist eine ganz andere Art des Kochens, auch der Hitzeübertragung in das, was man kocht. Entscheidend ist aber, dass die Hitze schnell weitergeleitet wird. Wenn man einen einfachen Stahltopf hat und gerade bei Induktion, dann hat man Induktionsspulen darunter, die erzeugen manchmal nur so bestimmte Bereiche, die sie richtig heiß machen. Und die werden dann richtig warm und wenn man da den ersten Pfannkuchen drin macht, sieht man quasi, wie das Induktionsfeld aufgebaut ist unten drunter. Und da ist es wichtig, dass die Hitze verteilt wird und weitergeleitet wird. Das macht natürlich dieser dicke Boden für Induktion auch. Aber bei Kupfer und bei diesem Alu ist es halt entscheidend, dass diese Hitze sehr viel schneller weiterverteilt wird. Aluminium ist 10-mal schneller in der Hitzeverteilung im Vergleich zu Stahl und Kupfer sogar 30-mal schneller. Und die nehmen verschieden viel Hitze auf. Aluminium nimmt nicht so viel Hitze auf, dadurch wird das Ganze auch gar nicht zu heiß im Topf. Es wird gut verteilt und wird nicht zu heiß. Und bei Aluminium, bei Kupfer wird es nochmal schneller verteilt. Und damit aber ein bisschen wärmer, hat man etwas andere Kochergebnisse. Auch da gibt es durchaus von den Herstellern Blindverkostungen. Man kann die Unterschiede zwischen Töpfen schmecken. Habe ich selber nicht, bin ich nicht bei gewesen oder so, aber habe ich schon oft von gelesen und gehört, dass diese Unterschiede da sind. Und das liegt einfach an den verschiedenen Temperaturen, die am Ende im Topf entstehen. Es gibt Töpfe, die sind ein bisschen kühler und welche, die sind ein bisschen heißer. Man kann ja auch außerdem noch Töpfe aus Gusseisen nehmen, so einen richtig dicken, massiven Gusseisentopf von verschiedenen französischen Firmen gibt es die, aber auch von weiteren. Gusseisen wird halt sehr heiß, ist aber auch sehr dickwandig und auch in den Rändern dickwandig, deswegen auch für Gas gut geeignet, kann man gut mitarbeiten. Und da muss man halt sehen, dass es ein bisschen verschiedene Werkzeuge gibt. Hier haben wir quasi diese vier Töpfe für
Die beiden sind für Induktion oder für Ceran. Die hier funktionieren auf Gas und Ceran, aber schlecht auf Induktion. Bei Ceran muss man allerdings sehen mit dem Durchmesser des Topfes, weil dadurch, dass es nicht so einen dicken Sandwichboden hat, das Ganze, ist es möglich, dass der über die Jahre etwas rund wird, der Boden. Wenn man den mal falsch verwendet, und da habe ich auch ein Beispiel. Ich habe hier von mir von zu Hause, der ist über 20 Jahre alt, der wird auf dem Gasherd benutzt, ist aber zwischendurch mal zu heiß gemacht worden. Und dadurch passiert dieses. Der Boden ist leicht gewölbt heute und er dreht sich ein bisschen auf einem Ceran oder auf einem Induktionsherd. Auf Gas ist das recht egal, da kann man den aufstellen und der passt, ne, der wackelt nicht, der steht da trotzdem ordentlich drauf und wir verwenden den auch noch ganz normal. Aber der Boden ist nicht mehr ganz plan und das würde bei Ceran nerven und schlecht funktionieren, weil die Hitze nur noch in der Mitte übertragen wird und bei Induktion eigentlich ähnlich. Da kann es auch Fehler geben mit der Übertragung, als wäre kein Topf drauf, weil der Topf nicht erkannt wird. Also, solche Töpfe dürfen nie zu heiß gemacht werden. Es ist keine Bratpfanne in dem Fall. Das geht mit Gusseisen, aber nicht mit solchen Mehrschichtböden erst einmal. Da kommen wir gleich im Pfannenvideo noch zu, wie es mit Pfannen aussieht, um da eine hohe Hitze zu erzeugen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten nochmal neben den Töpfen hier. Als Standard für zu Hause empfehlen wir für Gas eigentlich Kasserolen, weil man die Kasserolen immer auch hinten am Griff anpacken kann. Wenn ihr eine zu große Flamme gewählt habt, steigt die Hitze ja auch seitlich um den Topf stark auf. Hier ist der extra so gebaut, der Griff, dass diese Hitze nicht stark übertragen wird in den oberen Teil, sondern nur hier in dem Bereich heiß wird und die Hitzeübertragung wird hier absichtlich durch das Logo gestört von dem Hersteller. Und man kann den auch nach längerer Benutzung mindestens hier anfassen, aber eigentlich auch hier noch problemlos. Ganz vorne könnte es aber heiß werden. Ähnliches machen die Hersteller bei den Henkeln. Ich tue die mal beiseite. Wenn wir hier so einen normalen Topf nehmen, ist es auch so, dass die weit außen liegen, die Griffe, und hier sehr dünn angesetzt sind, damit die Hitze, die im Zweifel durch einen zu großen Brenner seitlich umschlägt, den Griff zwar mit erwärmt, aber nicht bis hinten in den Henkel. Aber wenn man einen großen Topf Spaghettiwasser aufkocht, irgendwann sind die heiß. Da muss man beim Gas vielleicht trotzdem mit Topflappen arbeiten oder vorsichtig sein. Jetzt zeige ich euch mal ein sinnvolles Set, das habe ich eben zusammengestellt. So sieht es etwa bei mir zu Hause aus, das muss aber jeder für sich entscheiden. Wir verkaufen deshalb auch keine Topfsets. Für einen großen Herd wie diesen hier oder einen Standherd bietet es sich an, einen 24er und sogar einen 28er Topf zu haben. Auf dem Einbaukochfeld passt sowas aber nicht. Das ist wie eine große Pfanne und hier kriege ich die auch problemlos beide hintereinander draufgestellt, aber hier habe ich auch einen Abstand von 28 cm. Wenn ihr ein Einbaukochfeld zu Hause habt, ist so ein Topf schon schwer zu verwenden meist. Aber hier haben wir einen 24er und 28er und alles, was kleiner wird, benutzen wir zu Hause als Kasserole mit Stiel. Da habe ich hier eine ganze Sammlung, ich hole uns die mal nach vorne. Eigentlich erstmal ein Kasserolenset. Da könnt ihr durcheinander wählen, ob ihr die ganzen in Kupfer nehmt oder ob ihr die in Edelstahl mit Aluminium nehmt. Das ist euch überlassen. Die kosten natürlich nur die Hälfte, die Edelstahl-Aluminium-Varianten. Kupfer ist deutlich teurer. Aber ich empfehle euch, nehmt mindestens mal einen Kupfertopf in irgendeiner Variante. Eine Kasserole als Kupfer und dann wählt ihr verschiedene Größen. Dann sind die sehr platzsparend zusammenzustellen und man kriegt sie weggestellt. Für größere Dinge haben wir dann sowas. Ihr habt es gerade gesehen bei mir. Die ist halt unten hier. Die ist noch plan, die dreht sich nicht. Diese große flache Kasserole oder flache Sauteuse. Und hier haben wir noch eine etwas kleinere davon. Das ist jetzt ungefähr mal nachgestellt, was wir zu Hause verwenden an Töpfen. Das habe ich hier gerade aus dem Bestand genommen. Und dazu noch zwei große Töpfe. Den ganz großen benutzen wir recht selten. Das ist schon ein normaler großer Topf. Und wenn wir Besuch haben und Pasta für 8 Leute machen oder auch einen Eintopf für sehr viele Leute kochen, dann wird das in einem großen Topf gemacht und ansonsten der normal große, wie ihr den alle kennt. Ja, wie gesagt, machen noch ein weiteres Video für Pfannen. Da hat es nochmal etwas andere Ansprüche, weil wenn man anbraten möchte und anrösten möchte, hat es noch einen anderen Hintergrund. Da muss man nochmal anders rangehen an die Auswahl. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren könnt ihr uns natürlich auch oder auch nur einzelne Playlists. Wenn ihr nicht an Kaffeemaschinen interessiert seid, aber an Herden, dann könnt ihr auch die Playlist Herde abonnieren. Wir machen regelmäßig neue Videos zu neuen Produkten und hin und wieder allgemein Videos wie diese hier. Vielen Dank!